Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tech Briefing im Money Talk. Wir haben ein ganz interessantes und spezielles Papier dabei, eine hochinteressante Geschichte, weil natürlich, ja, BYD im Moment wieder der Handelsstreit zwischen der EU und China hochkocht. Ursula von der Leyen macht einen Vorstoß und will gegen die Subventionen für chinesische Elektrobauunternehmen bzw. Elektrobauer vorgehen. Und dementsprechend haben wir eine Aktie im Blick, nämlich die BYD aus China, die im Moment ein extrem spannendes charttechnisches Bild bietet. Und dementsprechend schauen wir rein, was erwartet uns da zu Beginn der Woche. Ja, wir sehen es hier ganz klar, die BYD ist eingepfercht in ihre, ja, in ihren übergeordneten Seitwärtstrend, in ihre übergeordnete Bollinger Bandstruktur. Hochinteressant, weil Bollinger Bänder hier auch den charttechnischen Marken entsprechen. Was bedeutet das jetzt für den Beginn dieser Woche aufgrund der Diskussionen letzte Woche zwischen der EU und zwischen China? Wobei es waren keine Diskussionen, es waren ja mehr oder weniger Drohungen. Ja, wir haben hier von den Indikatoren her ein sich abschwächendes Momentum, eine Slow-Stochastik mit voranstehendem Verkaufssignal und einen MACD, der unterhalb der Nulllinie oszilliert, also von Trendschwäche zeugt, gleichzeitig auch der Ichimoku-Indikator, den ich jetzt nicht eingezeichnet habe, sonst sehen wir vor lauter, ja, Bäumen den Wald nicht mehr, auch der zeugt von prinzipieller Trendschwäche. Heißt jetzt, summa summarum, als Fazit für die BYD, wir müssen hier ganz klar auf diese Supportmarke bei knapp 242,68 Hongkong Dollar achten. Wir haben hier einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebenmaligen Test zuletzt gesehen dieser Marke. Allerdings, ja, auch keinen extremen Ausbruch nach oben, keinen Befreiungsschlag nach oben über diese Marke hier oben. Also die BYD hat im Moment ein Chance-Risikoprofil. Nach oben von knapp 8,5%, nach unten von knapp minus 11,5%. Bedeutet allerdings, das Risiko ist im Moment höher einzuwerten als die Chance. Warum? Hier unten Momentum schwächt sich ab. Slow Stochastic, kurz vor Verkaufssignal, MACD zeugt von Trendschwäche und gleichzeitig testen wir hier diesen Support Level bei 242,68. Heißt also, wenn diese Marke halten sollte, wofür die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dann wäre eventuelles Erholungspotenzial auf dieses Niveau hier oben möglich. Größeres Risiko besteht allerdings darin, gemessen an Charttechnik und Markttechnik, dass wir hier diesen Support reißen, dass wir nach unten durchgereicht werden und dann wäre das Rückschlagspotenzial, wenn sich die Volatilität dann entlädt, bis hin zu minus 11,5%. Ja, das war das kurze Tech-Briefing vom heutigen Tag für die BYD. Kurz und knapp. Ich wünsche euch allen ein schönes, ja, einen tollen Wochenstart und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Martin Utzschneider. Bis dann.